Ja, ich lasse mich auch gar nicht ablenken von irgendwelchen Enten. Oh mein fucking Gott, ist die geil! Bitch! Hallo meine Bäumchen, schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Ich bin gerade in Hamburg unterwegs, ich würde euch gerne auch ein bisschen mehr von Hamburg zeigen heute, aber das Wetter ist typisch Hamburg und total neblig. Ich konnte den Fernsehturm auf dem Weg hier noch nicht mal sehen. Warum ich unterwegs bin in Hamburg ist, ich bin heute mal modetechnisch unterwegs. Ja, ich werde zum Beauty-Blogger. Nein, ich werde bestimmt nicht zum Beauty-Blogger. Ich bleibe einfach die ich bin und mache Videos, worauf ich Lust habe. Ich bin auf dem Weg zum Musterbrand. Das ist eine Marke, ein Hersteller, klamottentechnisch, für Gaming-Nerd-Sachen, kann man so sagen. Ja, Gaming-Nerd-Sachen, also so Assassin's Creed-Mäntel, auch von Zelda tolle Sachen. Darauf bin ich sau gespannt. Und da gehe ich jetzt mal hin, weil die haben jetzt endlich einen Shop hier in Hamburg. Da ist der Michel. Unser Wahrzeichen von Hamburg. Also nicht die Elfi. Die Elfi ist auch schön, aber der Michel ist unser Wahrzeichen und bleibt unser Wahrzeichen. Ich laufe hier gerade durch Plant und Blumen, weil ich sonst wo geparkt habe. Oh, Enten! Na, du Ente. Oh, seid ihr süß. Die schmeckt schön. Ente. Ja, ich lasse mich auch gar nicht ablenken von irgendwelchen Enten oder Eichhörnchen oder Vogel. Möwe. Das ist wirklich eine Möwe. Naja, ich bin jedenfalls jetzt auf dem Weg zum Musterbrand und ich nehme euch einfach mal mit. Und ich bin sehr gespannt auf die Klamotten und zeige euch auch ein paar Klamotten da. Es ist keine Produktplatzierung, weil ich mache das aus freien Stücken, weil ich diese Marke sehr unterstütze, weil ich das sehr cool finde. Und mal schauen, ob ich mir dann vielleicht auch eine klitzekleinigkeit gönne. Im Sommer und im Frühling, wenn das so richtig blüht und schön toll aussieht, dann sieht das ja auch richtig toll aus. Aber jetzt ist das echt alles so bäh. Der Winter kann jetzt aufhören. Na gut, ich mag den Winter, aber wenn das mal so richtiger Winter wäre, so mit Schnee und Kalt und Sonne. Aber nicht so ein Matsch. Wie ich Straßen in Hamburg liebe, wo ich keine Hausnummer an den Türen finde. Wo bin ich denn? Ah, Nummer 10, gleich da. Yay, wie cool ist das denn? Das ist das Musterbrand-Logo. Yay. Checkpoint. Yay. Guck mal, für die ganz Doofen, wo soll ich denn mal klingeln? Ich habe keine Ahnung. Ich will zum Musterbrand. Jetzt sage ich, ich muss klingeln. Ding dong. Tanja hier, ich bin eingeladen. Irgendwie habt ihr Verkauf heute oder so? Ja, gehen wir auf. Ich geh dich hoch. Geil. Ich werde jetzt gleich hochgezogen. Was ist denn das für ein Flughafen? Ich glaube, ich muss wirklich nichts drücken. Boah, das ist aufregend. Aber wir haben zwei Türen hier. Ich weiß gar nicht, wo ich raus muss. Nee, drei Türen. Oh Gott, ein Fahrstuhl mit drei Türen. Hallo. Hier sind drei Türen im Fahrstuhl. Das ist ein bisschen gruselig. Schön, dass du da bist. Darfst du was zu trinken? Natürlich darf er das. Cool, jetzt habe ich so ein von Star Wars, von der Hauptdarstellerin. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Peinlich. Ich mag die Klamotten. Mag das. Ist ja cool, oder? Voll schick. Oder was sagt ihr? Soll ich mir das kaufen? Oh mein fucking Gott, ist die geil. Wie die sitzt. Die sitzt perfekt. Jetzt habe ich die Mirror's Edge, das Spiel, was ich nie aussprechen lernen kann. Mirror's Edge Jacke an. Hier, da. Logo. Alter, die sitzt so gut allein. Ich mag sowas voll gerne. Ich mag die voll. Voll gut. Schaut mal. Die ist echt schön. Es sind nur noch zwei Stück da. Oh mein Gott. Das ist gefährlich. Wir sind wieder in dem Fahrstuhl mit den drei Türen. Das hat mich vorhin so irritiert.
Er ist fancy, ne? Ja, voll. Hast du was gekauft? Leider nein. Ich habe zugeschlagen und oh mein Gott, das ist so cool. Wir können ja mal raten, was es ist. Wir sind unten. Das ist dunkel. Das ist dunkel. Oh, ist hell. Das ist ein Checkpoint. Nein, das ist ein Checkpoint. Du hast doch keine Ahnung. Hallo? Das ist gar kein Checkpoint. Das ist das geheime Zeichen der Templer. Also Musterband ist wirklich eine coole Sache. Die Klamotten kannte ich schon vorher aus dem Online-Shop. Man kann da ja auch bestellen und hier und da. Ich war mir aber unsicher, ob mir die Klamotten auch passen, die ich gerne hätte. Und man kann halt jetzt unter der Woche immer da hinfahren und die Sachen anprobieren und anfassen und mit den Leuten da reden. Und dann kann man sie auch gleich kaufen, wenn ihr wollt. Alle Infos dazu packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Ich gehe jetzt nach Hause, freue mich über meine Sachen, die ich gekauft habe. Yay! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht. Bye, bye! Hey und willkommen bei Kleintanes Welt. Ich hoffe, du kommst wieder, denn ich hab auf dich gezählt. Abonniere, wenn du dranbleiben willst. Favo und ein Like, ich freue mich, wenn du mir dabei hilfst.